Ihr kennt das bestimmt, ihr wollt Gepäck am Fahrrad transportieren, aber lieber vorne und nicht hinten, weil hinten könnte jemand alles rausklauen. Ja? Dann werden hier Körbe angemacht und dann sehen wir, dass ganz häufig dieser Korb wegklappt, den Scheinwerfer kaputt macht oder ähnliches. Es gibt aber ein System, und zwar von der Firma Clickfix, was bis zu 7 Kilo hier vorne zuverlässig ohne Wackeln, ohne Runterklappen transportiert. Das zeigen wir jetzt in diesem Video und ich versuche es auch zu montieren, habe ich das schon lange nicht mehr, lasst euch mal überraschen. Hi, hier ist der Markus vom Fahrstell Fitbikes und in diesem Video geht es nicht um dieses Fahrrad, sondern wir wollen an dieses Fahrrad einen Korb montieren. Schwierigkeit mit dem Korb ist, es ist vorne an der Lenkstange und wir haben relativ wenig Platz, wo man es befestigen kann. Deswegen klappen die meisten Körbe einfach nach vorne weg, wenn man ein bisschen mehr Gewicht drauf hat oder sind super wackelig unterwegs. Es gibt aber ein System von der Firma Clickfix, was bis zu 7 Kilo vorne transportiert, ohne dass sich irgendwas bewegt oder irgendwas kaputt geht. Und zwar geht das Ganze über diesen Halter. Dieser Halter kommt sozusagen hier vorne an den Lenker ran und dann kann man Körbe oder Taschen oder Hundekörbe vorne nach Belieben reinklicken, je nachdem, was wir transportieren wollen. Es gibt auch verschiedene Halter, zwar zwei, einmal ohne Schloss, einmal mit Schloss. Wenn man einen mit Schloss hat, kann man diesen Klickmechanismus unterbinden und kann damit sozusagen den Korb am Fahrrad festsperren, dann kann den Korb keiner klauen. Es gibt auch für Fahrräder mit Bosch und so nochmal extra Halter, aber im Normalfall ist das der Standardhalter. Und den bauen wir jetzt ran. Was ihr dazu braucht, ist einmal den Halter von Clickfix und einmal den Korb oder die Tasche und dann könnt ihr loslegen. Werkzeugmäßig braucht ihr eigentlich nur einen 4er Imbus und einen normalen Kreuzschraubendreher. Geht ganz mit einem normalen Tool, können wir euch gerne in die Beschreibung verlinken. Prinzip ist relativ simpel, Halterung kommt hier vorne ran, müssen wir vorher aber erstmal diese lenkerspezifischen Dinger ranmachen. Wenn ihr einen breiten Lenker habt, gibt es auch breite Ösen dafür. Ja? Wir haben aber jetzt den schmalen, die machen wir zuerst dran, dann setzen wir die Halterung ran. Wie gesagt, es ist schon lange her, dass ich es montiert habe, aber eigentlich sollte ich das auch nach Jahren wieder hinkriegen. Ich muss nur das Loch finden. So. Und dann kommen hier Schrauben rein. Vier Stück. Die drehen wir jetzt halt ein bisschen fest, aber noch nicht mega viel. Die drehen wir ungefähr so fest, dass wir den Halter zwar auch am Lenker bewegen können, aber schon nicht mehr so leicht. So, jetzt können wir es auch bewegen, aber es rutscht nicht mehr so einfach runter. Jetzt kommt die Magic. Hier kommen so Imbusschrauben rein. So, jetzt haben wir sozusagen diese Imbusschrauben hier installiert. Das hilft aber noch nicht. Denn jetzt wäre es ja einfach wieder zu wappelig. Ja, es wird immer wegdrehen, wenn Gewicht drauf ist. Deswegen hat sich die Firma da was Schlaues einfallen lassen. Hier ist ein Draht, der hier das Runterkippen verhindert. Das heißt, hier stecken wir jetzt hier rein, drehen die eine Seite fest, führen dann den Draht unten durch und hier oben wieder rein. Und dann tun wir die Halterung ein bisschen nach oben drehen. Warum, erkläre ich gleich. Jetzt das Ganze auf Spannung setzen. Ja, einfacher tut euch, wenn ihr eine Zange oder sowas habt, wo ihr unten drehen könnt. Und dann schrauben wir die zweite Halterung hier wieder zu. So, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben und wir jetzt Druck drauf geben, dann ist der ganz gut gespannt und der geht jetzt nicht mehr nach unten weg. Ja?
Jetzt machen wir sozusagen noch die Schrauben fest. So, gerade drauf, lässt sich nicht mehr bewegen. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, können wir den Korb jetzt hier draufsetzen. Und dann ist der Korb am Fahrrad dran, parallel zum Boden. Und ihr seht, der wackelt zwar natürlich noch minimal, aber er kommt nicht mehr unten an den Scheinwerfer ran. Ja, der ist jetzt hier fix. Und wir können wirklich mit 7 Kilo beladen das funktionieren. Wenn ich ihn abnehmen möchte, kann ich einfach hier drauf drücken und dann kann den Korb hier rausnehmen. Und dieses System funktioniert extraordinär gut. Ja, ganz perfekt ist er nicht. Wir müssten eigentlich noch ein bisschen den Winkel nach oben machen. Und dazu müssen wir hier sozusagen diesen Draht noch mal ein bisschen anziehen, damit er eigentlich so parallel zum Boden steht. Ja, aber das kann man jetzt einfach machen, indem man den noch mal aufmacht. Und einfach hier diesen Draht nachzieht. Jetzt können wir den wieder vorklicken. Vielleicht war es jetzt auch zu viel. Ne, so ist er. Das ist der Abstand auch zwischen Scheinwerfer und Korb besser. 7 Kilo belastbar. Wenn notwendig auch ein bisschen mehr. Funktioniert bestens, jahrelang, kann mit Taschen, Körben, Hundekörben, alles Mögliche. Wenn euch der Korb gefällt, könnt ihr gerne in die Beschreibung reinschauen, wir verlinken zu dem Korb. Und ansonsten gebt uns ein Like nach oben, drückt auf Abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt von uns, wenn euch die Inhalte gefallen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.